Einen schönen guten Abend und willkommen zurück bei Alan Wake 2. Genau, Wake, sage ich ja. Und wir gehen jetzt endlich diese Treppe da hoch. Oh. Moin. Jetzt hier im Treppenhaus. Und folgen der Spur des Teufels. Ich fühlte hier die Präsenz einer neuen Idee. Mr. Scratch, falls das der Schauspieler des Teufels war, war im Hotel geblieben. Als ich an der Rezeption fragte, gab man mir eine Zimmernummer. 666. Er hatte explizit diesen Raum gefordert. Der Teufel hatte Sinn für Humor. Jedenfalls war es lustig. Dem Regisseur zufolge pflegte er keinen Umgang mit den anderen Schauspielern. Er erschien stets in seiner Rolle, nur des Stücks wegen. Sechs, sechs, sechs. Natürlich. Finde ich auch lustig. Da haben wir das Wort der Macht doch gefunden im Beisaal. Komisch, dass das immer noch angezeigt wird. Hier müsste man wieder renoviert werden. Ist aber nur meine Meinung. Natürlich. Markanter könnte es auch nicht aussehen. Also. Scratch war hier gewesen. Ich konnte seine flüchtige Präsenz im Raum spüren. Mir kam wieder etwas Mörderisches in den Sinn. Okay. Reden wir über das Mordopfer. Die Lady. Höhepunkt des Stücks getötet wurde. Die weibliche Hauptrolle. Reden wir über das Mordopfer. Die Lady, die am Höhepunkt des Stücks getötet wurde. Die weibliche Hauptrolle. Es war eine Ehre, mit ihr zu arbeiten. Eine wahre Grande Dame. Sie blieb lange hinten. Und sie beharrte darauf, das verschollene Originaldrehbuch gesehen zu haben.
und dass sie mit dem Autoren zusammen gewesen sei. Das war ihre Rolle in dem Stück. Die Muse. Sie wohnt in Raum 108, wo der Mord passierte. Das Set der letzten Szene. Genau. Der Teufel erscheint, eine unaufhaltsame Macht, die durchs Hotel und jede Szene stürmt. Mit verheerender Überlegenheit auf der Suche nach seiner Muse. Wie sich herausstellte, kannte er sie. Er nahm nur am Stück teil, um zu ihr zu gelangen. Um sie zu ermorden. Und schon wieder. Nee! Um Gottes Willen! Geschafft! Geschafft! Oh! Das Dunkel hatte mich eingeholt, wurde angesichts meiner Geschichte immer dunkler und dunkler. Du liebe Zeit. Eieiei. Wo bin ich denn jetzt überhaupt? War doch Zimmer 666. Die Muse war das Mordopfer. Die letzte Szene fand im Raum 108 statt. Habe ich da überhaupt einen Schlüssel für? So, das ist 108. Höhepunkt. Ich musste die Muse finden, das Mordopfer. Raum 108. Was? Das war doch gerade Saga. Also Sagas Abschnitt. Beware the Drowned Lady. Musiker. Die Old Gods, oder? Lost on the shore between the forest. Das das Lied? Ist das das Lied, das die Old Gods geschrieben haben, um Alan zurückzuholen? Dies war der Tatort. In der Badewanne lag eine Schallplatte. Unter der Leiche. Irgendwie war sie von Bedeutung. Weiterer Schritt.
Irgendwie war ich meinem Zuhause näher. Näher als je zuvor. Sie schon wieder. Die FBI-Agentin. Saga Anderson. Ich nähere mich. Ich spüre es. Dank Ihnen werde ich bald fliehen können. Wake? Sind Sie noch gefangen? Ich habe den Klicker. Wir können... Sie wissen vom Klicker? Er kann uns helfen. Ich habe beim letzten Mal das Dunkel damit zerstört. Sie können helfen. Sie können ihn finden. Sie müssen ihn finden. Ich kann ihn zu Ihnen bringen. Aber erst muss ich verstehen. Haben Sie mal Geschichte geschrieben? Alice ist in Gefahr. Ich muss Scratch aufhalten. Ich muss Return finden. Ich muss zurück zu meinem Apartment. Ich schreibe eine Geschichte, um durchzukommen. Initiation. Das ist der einzige Weg. Erinnern Sie sie wieder. Sie dürfen sie nicht rein. Es dauerte nur einen Moment, wie zwei Planeten, die aneinander vorbeiziehen. Saga Anderson half mir, tiefer vorzudringen, der Flucht näher zu kommen. Irgendwie. Ich vertraute ihr. Parliament Tower. Ich musste zurück zu meinem Apartment, ins Arbeitszimmer. Ich musste das Manuskript von Return finden. Ja, das ist ganz cool, dass wir diese Übergänge, wo Saga und Alan sich treffen, die kennen wir ja quasi schon von Saga. Dass wir jetzt die andere Seite, dass wir jetzt Alans Seite da mal sehen. Okay. Leute, ich möchte noch mal kurz in den Beisaal, bevor wir rausgehen. Die Szene ausprobieren. Ja, das bin ich. Zwischen. Moin Tim, na? Okay, Tim hat uns nichts mehr zu sagen. Also müssen wir wieder vorsichtig sein. Okay, Handlungsstrang. Höhepunkt. Hat auch nichts gebracht. Jetzt kommen wir ja gar nicht mehr weg.
Das haben wir doch schon, oder? Ach, fuck. Verstehe ich immer noch nicht, wie man da rankommen soll. Keine Chance. Na gut. Na gut, na gut. Ist zwar schade, aber ist auch kein Beinbruch. Dann jetzt nichts wie raus. Hier jetzt beim Höhepunkt. So, wir sind gar nicht im Beisein. Wir sind in der Eingangshalle. Höhepunkt. Noch ein Echo. Der zu viele verdammte Fragen stellt und sich über uns ordentliche Polizeibeamte stellt. Das ist unsere Chance, die da oben glücklich zu machen. Wir hätten fürs Leben ausgesorgt und gehörten zum inneren Kreis. Amen, Partner. Das gefällt mir. Und auch der Bruderschaft, dem Club, dem Kult des Wortes, unseren Freunden mit den vielen Namen wird es gefallen. So wie ich das sehe, war es ein einzelner Irrer. Ein durchgedrehter Junkie auf irgendeiner schicken neuen Designerdroge. Fall abgeschlossen. Jetzt müssen wir nur noch die Beweise aus Raum 108 am üblichen Ort in der Gasse abladen. Welcher Ort in der Gasse? Der Parliament Tower. Zane meinte, das Manuskript von Return wäre der Schlüssel zur Flucht. Ich musste es vor Scratch erreichen. So sieht's aus. Dark Place, opening soon. A photography and videography exhibition by Alice Wake. Okay.
Return. Initiation 6. Ich musste hinein zum Manuskript. Nach Alans Tod habe ich monatelang die Wohnung nicht verlassen. Die Verwirrung. Die Schuldgefühle. Der Schock und die Angst erdrückt mich. Ich konnte kaum aufstehen. Barry Wheeler kam oft zu mir und kochte sogar für mich. Anfangs mochte ich ihn überhaupt nicht, aber er ist ein besserer Freund, als ich gedacht hätte. Er schaut immer noch rein. Obwohl er inzwischen weggezogen ist. Teil 2, 1. Alice Arbeit hatte die gesamte Wohnung eingenommen, ihr ganzes Leben. Need to show you the truth on all screens. The darker, the better. Morgens sah ich ein Reh an meinem Fenster vorbeifliegen. Mhm. Es war ein Ballon mit einer Comicfigur darauf. Als ich auf die Straße hinunterschaute, sah ich ein kleines Mädchen weinen, als wäre mit dem Verlust des Ballons ihre ganze Welt untergegangen. Ein perfektes Beispiel für die Schrecken der Fürsorge. In dem Moment stand ich wieder auf und schnappte mir meine Kamera. Zwei, zwei, zwei war das. Part 2. The Comeback. Weakness is Clarity. Ich fotografierte und filmte, desto mehr hatte ich das Gefühl, dass ich kurz vor einem Durchbruch stand. Ich vertiefte mich darin. Ich ging nur noch nachts raus. Ich war wie besessen, aber wovon wusste ich beim besten Willen nicht. Teil 2, 3. The search. Clarity is purpose.
gibt eine verborgene Welt hinter der unseren. Wie eine dunkle Flut, die gegen unsere Realität brandet. Gesichter in den Schatten. Die Angst vor der Dunkelheit ist nur die Angst vor der Ungewissheit. Dieser gewaltige, lähmende Ozean. Doch Fotografie kann die Realität in einem Schnappschuss einfrieren. Die Unendlichkeit einschließen, sie einfangen. Ich muss den Beweis dafür finden. Teil 2, 4. The Realization. Purpose is Strength. Das Manuskript eines Romans. Return. Eine Horrorgeschichte über das Dunkel, das aus dem dunklen Ort entkommt und Bright Falls befällt. Ich konnte mich nicht mehr erinnern, es geschrieben zu haben. Das habe ich auch nicht. Sowas würde ich nie schreiben. Ich wusste, wer es war. Scratch. Ein Monster mit meinem Gesicht. Sollte die Geschichte wahr werden, würde Scratch entkommen. Menschen würden sterben. Das Manuskript zu zerstören, würde nichts bringen. Ich würde es bearbeiten müssen, es umändern. Das Genre der Geschichte müsste ich beibehalten. Ich müsste mich also in Scratch-Limitierungen halten. Ich bräuchte jemanden in der Geschichte, der gegen die Dunkelheit ankämpft. Saga Anderson. Ich sah sie in meinen Visionen. Sie war bereits in Bright Falls, bereits involviert. Aber sie war nicht in Return. Noch nicht. Ich würde sie hineinschreiben, um Scratch zu stoppen. Innerhalb der Grenzen der Horrorgeschichte. Es war beinahe unmöglich. Es dauerte zu lange. Das Ende war noch nicht erreicht. Mir lief die Zeit davon. Stoppte mich, bevor ich das Manuskript fertig bearbeiten konnte. Die Erinnerung an meine Änderungen verblasste. Es wäre schrecklich, wenn das Manuskript wahr würde. Scratch war am Parliament Tower. Ruinierte meine Arbeit. Er könnte die Geschichte zur Flucht nutzen. Alice jagen. Also hat Scratch ihn jetzt... Scratch halt immer rein, hat ihn abgeknallt. Schreibe. Zane sagte, wir hätten Return gemeinsam erarbeitet. Das war eine Lüge. Return ist von Scratch. Ich würde Zane einen Besuch abstatten. Er hatte mich zu zwei Tatorten geführt. Ich brauchte einen neuen, um zum Parliament Tower zurückzukehren. Einen neuen Entwurf von Initiation. Masken. Initiation 7.
Sie war von der anderen Seite versperrt. Ja, war klar. Dann schauen wir mal, was hier passiert. Ich habe keine Zeit für sowas, also raus mit der Sprache. Sagen Sie es mir. War das alles Fake? Eine Show? Niemand hat etwas anderes behauptet, Mr. Wake. Wir wollten nachgiebig sein, aber jetzt müssen wir uns nichts mehr vormachen. Ja. Die Masken werden fallen. Oh, so weit würde ich nicht gehen. Sie wissen nicht einmal, wer hinter Ihrer steckt. Aber Sie wissen, wie Sie sich das Leben schwer machen. All die Regeln. Endlose, verschlungene Schleifen, die Sie unbedingt durchlaufen wollen. Sie haben so viel Glück, wissen Sie? So viele Menschen stehen hinter Ihnen. Eine ganze Armee. Ich selbst. Ihre Frau. Alles. Ich muss dringend zu ihr. Sie ist in Gefahr. So ist es. Ihretwegen. Dasselbe gilt für jemanden, den Sie mit reingezogen haben und der mir am Herzen liegt. Sie öffnen immer wieder Türen. Spähen hinein und nehmen sich einfach, was Sie wollen. Deshalb stehen Sie mir im Weg. Ich weiß nicht, wovon Sie da sprechen. Ich muss mich auf den Weg machen. Vielleicht schaffen Sie es ja diesmal. Das geht jetzt schon lange genug so. Das und unser Night Springs waren eine schöne Ablenkung. Wird Zeit, dass mir jemand eine klare Antwort gibt. Beim nächsten Mal werden die Umstände anders sein. Und Sie täten gut daran, sich zu revanchieren, indem Sie Ihre Rolle spielen. Oder mir aus dem Weg gehen, Mr. Wake. Wie Sie meinen. Dor, Zane, die Masken fielen langsam. War ich der Flucht etwa nahe? Ich durfte keine Zeit vergeuden. So ganz verstehe ich das mit Dor aber immer noch nicht. Muss ich zugeben. Ich konnte nicht rein. Mir fehlte etwas. Neighbor of the Beast, 665. Kasper Darling. Am Ende des Tunnels. Es wäre schlecht, es als Letzter zu erreichen. Wow, das war knapp, Tom. Weiter, sagte die Oma im Schnee.
Wenn die Panik am größten ist, ist die Hilfe nicht mehr weit. Dor war diesmal nicht vor mich zu sehen. Die Furcht vor dem Herrn ist der Weisheit Anfang. Lass dich nicht unterkriegen. Er spielt seine Rolle. Gib ihm eine Rolle in deinen Filmen, Tom. So wie mir. Verdammt nochmal. Das wär's doch. Welche Filme? Ich liebe deine Meisterwerke. Tom, der Dichter, ist mein Lieblingswerk. Und Nightless Night ist das bekannteste natürlich. Und stimmt es, dass es schon bald wieder ins Kino kommt? Ist an dem Gerücht etwas dran? Ich muss zurück in meine Wohnung. Können Sie mir helfen? Gut geplant ist halb erledigt. Du hast mich gebeten, nicht... Wie ging noch mal das Wort für Fotos? Lichtbilder. Die Bilder, die deine künstlerisch begabte Frau aufnahm. Die sind in einem Schuhkarton im Keller. Was du zurücklässt, wartet auf dich vor dir. Okay. Danke, Adi. Finde den Schuhkarton im Keller. Okay. Continue. Ja, Leute, ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir weiter beim nächsten Mal. Alan Wake 2, schaltet dann wieder ein. Mein Name ist Tom und bis dann.